Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit einem Thema fortfahren, das als ein Glaubensgut im christlichen, orthodoxen Christentum angesehen wird und von dem man ungerne lassen will. Aber interessant ist ja auch, ich nehme diese Predigt auf, kurz nach dem Fußballspiel Deutschland-Italien, wo ja Deutschland kläglich verloren hat und Italien zu Recht gewonnen hat. Und ich sah bereits schon die Schlagzeilen in der Boulevardpresse, allen voran dem Schmierblatt Bild, das also schrieb, wir werden uns jetzt an Spanien im Endspiel rächen. Und dann dachte ich mir, naja, also Hochmut kommt meistens ja vor dem Fall. Und Deutschland hat nun in dem Fußballspiel einen sehr starken und verdienten Fall erlitten. Aber man will natürlich nicht unbedingt zunächst einmal von vorgefassten Meinungen weg. Und so war es für die meisten klar, ich hatte eigentlich auch daran gedacht, dass Deutschland im Endspiel sein würde. Nun, ich sage dies, um Ihnen zu zeigen, dass es auch im christlichen Bereich, im sogenannten christlichen Bereich, vorgefasste Meinungen gibt, an die man sich halten will, auch wenn man keinerlei Fakten, keinerlei Beweisgrundlage dafür hat. Und eine dieser Vorstellungen ist die, dass wenn man stirbt, dass man in den Himmel kommt, wenn man ein halbwegs guter Mensch gewesen ist. Und wenn man eben kein guter Mensch gewesen ist, dann kommt man, wenn man stirbt, in die Hölle, wo man für alle Ewigkeit, alle Zeiten in einem Höllenfeuer gefoltert werden wird. Nun, wie ich bereits mehrfach betont habe, beide Vorstellungen sind verkehrt, gründen sich nicht auf das Wort Gottes. Aber viele wollen einfach an dieser falschen Idee beharren. Das haben sie seit ihren Kindesbeinen her gelernt, das muss einfach so sein. Nun, man lebt dann im Himmel scheinbar auf Wolken und spielt die Harfe den ganzen Tag lang. Und wenn man in der Hölle ist, dann muss man halt diese Qualen erdulden. Und ich habe noch niemanden gehört, dass er nun definitiv in der Hölle sein soll. Aber wenn man sich so die Lebensweise der Menschen vorstellt, dann ist es eigentlich schwer zu begreifen, dass alle in den Himmel eingegangen sein sollen. Christus hat allerdings gesagt, dass nur wenige ins Reich Gottes kommen werden. Viele werden sich bemühen, hineinzukommen und werden nicht hineinkommen. Wie steht das im Einklang dann mit der Vorstellung von den meisten, dass nun ihre geliebten Verwandten und Freunde und Ehepartner und so weiter in den Himmel eingegangen sind, als sie gestorben sind? Und kaum jemand, wenn überhaupt jemand, ist in dieser ewig brennenden, feurigen Hölle. Nun, wie ich sagte, alles dies sind Dinge, die natürlich die Bibel keineswegs lehrt. Und ich werde auch in der Zukunft auf die Irrlehre der Hölle eingehen, an die einige so krampfhaft festhalten wollen, schon fast mit masochistischen und sadistischen Tendenzen. Aber heute geht es mir um den Himmel. Wie sieht es damit aus? Viele, die sich angeblich an das Wort Gottes wenden wollen, die zitieren so gewisse Schriftstellen, die einem scheinbar sagen sollen, dass man tatsächlich in den Himmel eingeht, wenn man stirbt, wenn man ein guter Mensch war und jeder ist natürlich in den Augen anderer dann ein guter Mensch gewesen. Nun, eine Stelle, die immer wieder erwähnt wird, die immer wieder angeführt wird, um die Irrlehre des in den Himmel Fahrens zu untermauern, findet sich im Johannesevangelium. In Johannes Kapitel 14 und lesen wir einmal die Verse 1 bis 4. Johannes Kapitel 14 und die Verse 1 bis 4. Das sind Worte, die Jesus Christus sprach, noch bevor er in den Himmel auffuhr, bevor er überhaupt gekreuzigt wurde und starb und 3 Tage und 3 Nächte im Grabe lag und dann auferweckt wurde und dann in den Himmel einging. Und wir lesen hier in Johannes Kapitel 14 und Vers 1, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und so sagen jetzt also viele, aha, also Christus geht in den Himmel ein, des Vaters Haus ist der Tempel im Himmel, Christus bereitet uns eine Wohnung im Himmel vor, und dann kommt er zurück auf die Erde, um uns dann in den Himmel mitzunehmen, wo er uns diese Wohnstätte bereitet hat. So, das ist die Idee. Oder andere, die gar nicht mal an die Wiederkunft Christi glauben, die meinen, okay, also Christus ist bereits jetzt schon im Himmel, hat dort unsere Wohnung bereitet. Und wenn wir sterben, gehen wir sofort in diese Wohnung im Himmel ein. Und die das lehren, die verkennen natürlich, dass Christus hier eindeutig von seiner Wiederkunft gesprochen hat.
Aber wie sieht das aus mit dieser Idee? Was ist von dieser Idee zu halten, dass Christus hier von dem Haus des Vaters sprach und meinte, so wie das ja gesagt wird, das ist also der Tempel im Himmel und darauf werden wir hingelangen, wenn wir sterben. Nun zunächst einmal schauen wir uns an, was Christus gemeint hat, als er sagte, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Nun das Wort für Wohnung im Griechischen ist das Wort Mone, M-O-N-E. Und es bedeutet so viel wie Wohnung oder auch Raum oder auch Halle oder auch Kammer. Dieses Wort wird nur ein einziges Mal im Hinblick auf das, was hier Christus im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt, wird nur noch ein einziges Mal an anderer Stelle benutzt. Und zwar auch wiederum im Johannesevangelium und in Kapitel 14 und in Vers 23. Und da sagt er Folgendes. Achten wir einmal genau darauf, was er hier sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Nun, auch darauf werden wir noch später eingehen, auf diese Stelle, was Christus hiermit gemeint hat, aber wir lesen in beiden Fällen, wo das Wort Wohnung gebraucht wird, dass es um das Kommen von dem Vater und von Christus geht. Nicht um unser Wohingehen, sondern um das Kommen. Es ist wichtig, dies zu beachten. Nun, das Vater oder das Haus des Vaters, des Vaters Haus, kann sich ohne weiteres auf den Tempel Gottes beziehen. Aber der Zusammenhang ergibt, dass er sich auf den Tempel Gottes in Jerusalem bezieht, in dem Augenblick, als Christus diese Worte sprach. Die Jünger waren natürlich mit dem Tempel, dem Hause des Vaters, sehr vertraut. Und sie wussten sofort, von was Christus hier sprach, wenn er diese Betrachtung anstellte. Sie wussten sofort, dass er sich hier auf den Tempel bezog. In Apostelgeschichte Kapitel 21 lesen wir Vers 28. Apostelgeschichte Kapitel 21 und in Vers 28. Es geht hier darum, als der Paulus verhaftet wurde, weil er den Timotheus mitnahm in den Tempel. Und so lesen wir hier, sie schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Das stimmte natürlich nicht, das war eine falsche Anschuldigung, aber das ist das, was sie sagten. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt. Timotheus war der Sohn eines griechischen Vaters, aber einer jüdischen Mutter. Und Paulus hat ihn beschnitten, damit er eben Zugang haben konnte, zum Beispiel auch zum Tempel. Aber die sagen hier, dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Also die haben natürlich den Tempel als eine heilige Stätte angesehen. Warum? Nun, sie verstanden etwas, was in Johannes Kapitel 2 beschrieben steht. Johannes Kapitel 2 und lesen wir die Verse 14 bis 16. Johannes Kapitel 2 und die Verse 14 bis 16. Christus fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Also hier bezog sich Christus auf den Tempel in Jerusalem, auf die heilige Stätte und sagte, das ist meines Vaters Haus. Also wenn wir es erlauben, dass die Bibel interpretiert, dann sehen wir hier deutlich, dass als Christus von in meines Vaters Hause auf viele Wohnungen sprach, von dem Tempel sprach, der eben das Haus des Vaters genannt wird. Er bezog sich also mit anderen Worten ganz klar auf den physischen Tempel in Jerusalem. Schauen wir uns auch eine Parallelstelle an in Jesaja Kapitel 56, denn das ist ja die Stelle, die hier zitiert wird. Johannes Kapitel 56 und in Vers 7, wo wir lesen,
die will ich zu meinem heiligen Berge bringen, und ich will sie erfreuen in meinem Bethaus, und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker, sagt Gott. Mein Haus, der Tempel, wird ein Bethaus heißen für alle Völker. In der Zukunft wird Jesus Christus von Jerusalem aus regieren. Es wird ein Tempel in Jerusalem existieren. Dieser Tempel hatte Hallen, Wohnungen und wird sie auch in der Zukunft wieder haben. Schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 35 an. Jeremia Kapitel 35 und in Vers 2. Jeremia 35 und Vers 2, da heißt es, gehe hin zu den Rachabitern, rede mit ihnen und führe sie in des Herrn Haus, wiederum der Tempel wird angesprochen, in eine der Hallen und schenke ihnen Wein ein. Eine andere Ausdrucksweise für die Wohnung, von der Christus spricht. Auch in Hesekiel Kapitel 42. Hesekiel Kapitel 42, das ist ja eine Prophezeiung für die Zukunft. Eine Prophezeiung, wenn der Tempel wiederum in Jerusalem existieren wird, ein physischer Tempel. Hesekiel 42 und in Vers 1. Und er führte mich hinaus zum äußeren Vorhof nach Norden und brachte mich zu den Kammern, die gegenüber dem Hofraum und gegenüber jenem Gebäude an der Nordseite lagen. Also hier wird von Kammern gesprochen, von Hallen, von Wohnungen. Diese Kammer, diese Halle, diese Wohnung kann auch mit einer Kammer für einen Bräutigam und eine Braut bezeichnet werden. Wir finden das in Psalm 19. Psalm 19 und lesen wir Vers 6. Psalm 19 und in Vers 6. Da heißt es, sie, die Sonne, wird also die Sonne jetzt mit einem Bräutigam verglichen, sie geht auf oder sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Also alle diese Ausdrucksweisen hier beziehen sich auf den Tempel und in symbolischer Weise gesehen eben auf Kammern und auf Wohnungen, wo man eben lebt, wo man eben wohnt. Aber immer im Hinblick auf den Tempel, denn Christus sprach ja von seines Vaters Haus. Jeremia Kapitel 35 und Vers 2, die Stelle, die wir gerade gelesen hatten, die spricht also davon, dass es verschiedene Hallen in dem Tempel gibt. Die alte Lutherbibel spricht hier von Kapellen oder von Kammern, wie ich sagte. Und diese Kapellen, diese Hallen, diese Kammern, die hatten eine gewisse Bedeutung. Die waren nämlich davon abhängig, welche Position jemand haben würde, der im Tempel sein würde. Einige Kammern, einige Hallen waren über anderen Kammern oder Hallen angebracht, was eben auch die hierarchische Struktur andeuten sollte innerhalb des Tempels Gottes. Mit anderen Worten, jede Kammer, jede Halle, jede Wohnung bezeichnete eben einen Wohnort für gewisse Funktionäre, gewisse Leute, die eben dort wohnen durften. Und da gab es zum Beispiel auch solche, die an den Türen standen. Und Paulus oder vielmehr David spricht auch davon. Im Psalm 84 lesen wir Vers 11. Psalm 84 und Vers 11. Da sagt David nämlich Folgendes. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen, sogar, also der Vorhof, der ja nun vor dem Tempel war, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Also David verstand, dass solange wie er im Tempel war, selbst wenn es nur darum ging, die Tür zu hüten, war das besser, als bei den Gottlosen zu wohnen, in deren Hütten, in deren Palästen, wo auch immer. Wir finden auch eine interessante Aussage im Buch der Offenbarung. Und zwar wendet sich Christus hier an die Kirche zu Philadelphia. Philadelphia heißt so viel wie brüderliche Liebe. Und lesen wir einmal in Offenbarung Kapitel 3, was er den Mitgliedern in der Kirche zu Philadelphia gesagt hat. Und natürlich ist das nicht nur auf die Mitglieder der Kirche zu Philadelphia zu beziehen, sondern für alle, die in diese Kategorien fallen. In Offenbarung Kapitel 3 lesen wir Vers 12. Offenbarung Kapitel 3,
und Vers 12. Wer überwindet, sagt Christus, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Auch hier wiederum, wo Christus hier von dem Tempel spricht, dem Haus Gottes und der Tatsache, dass jemand, der überwindet, in diesem Tempel sein wird, nicht wieder hinausgehen soll, symbolisch gesehen. Auch hier geht es wieder um etwas, was herabkommt vom Himmel. Es wird nämlich hier der Zusammenhang hergestellt zu dem neuen Jerusalem, das herabkommt vom Himmel auf die Erde. Und das wird natürlich nach dem großen weißen Throngericht und nach der dritten Auferstehung geschehen, wie uns dies in der Offenbarung gesagt wird. Wir wissen, dass die Kirche Gottes, und darauf werden wir noch eingehen, mit dem Tempel Gottes verglichen wird. In vielen Stellen wird die Kirche Gottes als der Tempel Gottes bezeichnet. In vielen Stellen wird die Kirche Gottes als auch die Braut des Bräutigams Jesu Christi bezeichnet. Wenn also Christus hier jetzt figurative Sprache benutzt, wenn er davon spricht, dass seine Jünger immer im Hause des Vaters sein würden, nicht mehr hinausgehen würden aus dem Tempel, dass dort Wohnungen existieren würden für sie. Das bedeutet mit anderen Worten, dass sie niemals mehr getrennt sein würden von dem Vater, dass sie niemals wieder getrennt sein würden von Gott. Eine enge Beziehung wird angesprochen. Das heißt zum Beispiel auch an anderer Stelle, dass Lazarus im Busen Abrahams sein würde. Eine enge Beziehung wird angesprochen zwischen Lazarus und Abraham. Zurzeit ist Christus im Himmel. Zurzeit fungiert Christus als unser Hohepriester, der für uns eintritt vor Gott dem Vater, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir zu Gott dem Vater im Namen Jesu Christi beten. Er sagte aber auch, dass nachdem er einen Platz für uns vorbereitet hat, eine Wohnung in seines Vaters Haus, wird er zurückkommen. Er sagt nicht, dass wenn er diese Wohnung vorbereitet hat, dass er dann, wenn die Idee die sein sollte, dass diese Wohnung im Himmel ist, dass er uns dann in den Himmel nehmen wird. Genau das Gegenteil wird gesagt. Er bereitet für uns eine Wohnung in dem Hause seines Vaters und er wird dann zurückkommen, wie es heißt. Und dann werden wir dort sein, wo er ist, wie er auch deutlich gesagt hat. Was bereitet Christus für uns vor? Nun schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 22 an. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 12. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 12. Siehe, ich komme bald, sagt Christus. Auch hier wiederum wird seine Wiederkunft angesprochen. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Christus wird kommen und uns den Lohn geben, nachdem, wie wir uns verhalten haben, was wir getan haben mit dem Wissen, das wir hatten, mit den Talenten, die uns Gott gegeben hat. Und Christus sagt ja auch zu den getreuen Knechten, dass sie über vieles herrschen werden. Und der ungetreue Knecht, der würde noch nicht einmal ewiges Leben erlangen. Die Wohnung, die Christus für uns vorbereitet, jetzt im Hinblick auf die Tatsache, dass sie im Tempel seines Vaters, im Hause seines Vaters sein würden, beziehen sich auf Positionen, die wir einnehmen werden im Reich Gottes. Schauen Sie, das Reich Gottes, das ewige Leben, das Heil, ist ein Geschenk. Aber die Position, die wir einnehmen werden, ob wir jetzt über 10 Städte herrschen werden, 5 Städte, wie das Gleichnis es uns sagt, und so weiter, die ist abhängig von dem, wie wir heute leben. Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25 und lesen wir Vers 34. Matthäus Kapitel 25 und Vers 34. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Schauen Sie, das Reich ist auch bereitet worden für uns. Aber das ist ein Geschenk. Das ewige Leben im Reich Gottes ist ein Geschenk. Aber wie wir dann im Reich Gottes leben werden, das ist bereitet worden für uns im Hinblick auf das, wie wir leben, wie wir heute leben, was wir heute tun. Denn er fährt fort, uns zu sagen hier in diesem Gleichnis, dass jene, die zum Beispiel
hungrig gewesen sind, von uns gespeist wurden, durstig gewesen sind, die wurden von uns getränkt und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, der Lohn ist wiederum abhängig von der Art und Weise, wie wir gelebt haben. Wir werden Teil der Braut sein, der Kirche Gottes, die sich ja vorbereitet auf die Wiederkunft Christi. Die Bibel sagt uns das ja. Die Braut ist bereit, sie hat sich vorbereitet. Und dann wird der Braut eben weiße Gewänder gegeben, die Gerechtigkeit der Heiligen andeutend, wenn Christus zurückkommt. Sie werden dann wiedergeborene Mitglieder in dem Reich Gottes sein, im Hause des Vaters sein, in dem Tempel sein, in diesem Sinne, dass sie keine Trennung mehr erfahren werden von Gott. Aber was Christus uns hier nicht gesagt hat, und das ist wichtig zu begreifen, auch in Johannes Kapitel 14 nicht, ist, dass er uns einen Platz im Himmel bereitet und dass er dann zurückkommt, um uns dann in den Himmel zu nehmen. Das wird keineswegs gesagt. Im Gegenteil, lesen wir doch einmal Johannes Kapitel 14 und schauen wir uns genau an, was er sagt. Die meisten lesen über diese Stelle einfach hinweg. Und sie meinen, damit wäre angedeutet, dass Christus uns in den Himmel nehmen würde, obwohl sie zugeben, zunächst einmal muss er zurückkommen. Also die Idee, dass man in den Himmel eingeht, wenn man stirbt, selbst diese Idee kann aus dieser Stelle nicht herausgelesen werden und keiner tut das eigentlich auch. Diejenigen, die etwas hier in Verbindung bringen wollen zum in den Himmel fahren, sagen, das geschieht im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Aber auch das wird nicht hier zum Ausdruck gebracht. Dann schauen wir uns noch einmal an, was gesagt wird. Vers 3. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, diese Position im Reich Gottes, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Nun, als Christus die Worte sprach, da war er hier auf Erden. Er sagte keineswegs, ich werde wiederkommen und würde euch dann dorthin führen, wo ich dann sein werde, wenn er in der Tat in den Himmel zurückfahren würde. Das ist keineswegs hier gesagt. Nein, er sagte, ihr werdet sein, wo ich bin, wo ich heute bin. Er benutzt diese Redeweise mehrmals im Neuen Testament, immer andeutend, dass er diese Worte spricht im Augenblick, wo er hier auf Erden ist. Und dort werden wir mit ihm sein, weil Christus ja hier auf Erden für 1000 Jahre über die Erde herrschen wird. Und wir werden ja unter ihm und mit ihm herrschen diese 1000 Jahre hinweg. Also diese Stelle sagt uns keineswegs, wie immer man sie auch verstehen will, dass wir in den Himmel eingehen werden, wenn wir sterben, oder dass wir in den Himmel eingehen werden, wenn Christus zurückkommt. Und er sagt ja auch deutlich, er spricht hier in figurativer Sprache, in gleichnishafter Sprache. Man muss verstehen, was der hintergründige Sinn des Ganzen ist. Und der hintergründige Sinn ist natürlich keineswegs, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, oder dass wir in den Himmel eingehen, wenn Christus zurückkommt. Die anderen Stellen, die wir bereits in den letzten beiden Predigten durchgesprochen haben, sagen uns ja das genaue Gegenteil. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese Stelle in Johannes Kapitel 14 zu verstehen. Schauen wir uns noch einmal Johannes 14, Vers 23 an, wo auch wiederum das Wort für Wohnung gebraucht wird. Er sagt hier deutlich in Vers 23, wer mich liebt, und was ist Liebe? Nun, im ersten Johannesbrief wird uns gesagt, das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und im Römerbrief wird uns gesagt, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Also wenn wir Christus lieben, dann bedeutet das nicht nur eine Floskel, nicht nur die Idee zu sagen, ja, ich liebe dich. Nein, wir stellen diese Liebe dadurch unter Beweis, dass wir seine Gebote halten. Wie er auch selbst sagt, wer mich liebt, der ist mein Freund und der wird das tun, was ich ihm gebiete. Also wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wie auch Christus das Wort des Vaters gehalten hat. Und seine Worte nebenbei gesagt waren nicht seine Worte, wie er selbst sagt, sondern er sagt die Worte und sagte und sprach die Worte des Vaters. Und so lesen wir hier, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben, und natürlich das Wort Christi, das Wort des Vaters ist. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Nun, Christus sprach ja davon, dass er eine Stätte, eine Wohnung bereiten würde. Diese Wohnung kann sich auch auf den Heiligen Geist beziehen, der uns gegeben wird, wenn wir bereuen, wenn wir an das Opfer Jesu Christi glauben, wenn wir uns taufen lassen als äußeres Zeichen innerer Reue
Und wenn dann ein Prediger Gottes, ein wahrer Prediger Gottes, uns die Hände auflegt zu Gott dem Vater, um das Geschenk des Heiligen Geistes bittet, und dann wird einem der Heilige Geist gewährt. Eine Wohnung wurde für den Heiligen Geist geschaffen. Aber alles dies muss von Jesus Christus kommen. Keiner kann ja überhaupt zu Christus kommen, zunächst einmal, wenn ihn der Vater nicht sieht. Und dann sagt Christus, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und er muss uns vorbereiten auf das Geschenk des Heiligen Geistes. Und dann muss der Heilige Geist in uns auch wohnen und weiter wohnen können. Wir dürfen also nicht Dinge tun, die Gott dazu veranlassen würden, den Heiligen Geist wieder von uns zu nehmen, wenn wir ihn erhalten haben. Wie ich bereits schon sagte, die Kirche wird als der Tempel Gottes, das Haus des Vaters bezeichnet, in symbolischer Weise. Und jedes Mitglied ist Teil dieses geistlichen Tempels. Aber jedes Mitglied ist auch selbst ein Tempel des Heiligen Geistes, wenn der Heilige Geist in dem Mitglied wohnt. Schauen wir uns einmal einige Stellen an, die dies deutlich machen, wie zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2 und lesen wir Vers 5. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wenn wir geistliche Opfer opfern, die Gott wohlgefällig sind, können wir dies nur durch Jesus Christus tun, weil Jesus Christus in uns wohnt, in uns lebt und uns dazu anleitet, uns dazu bereit macht, diese geistlichen Opfer zu bringen. Wir lesen auch in Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3 und Vers 6. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Also wir sind individuell und kollektiv das Haus Gottes. Und Christus hat uns eine Stätte bereitet, eine Stätte für den Heiligen Geist, dass er in uns wohnen kann und in uns wohnen bleiben kann, sodass wir letztendlich in das Reich Gottes eingehen können. Wenn wir sterben und Gottes Geist in uns wohnt, dann werden wir auferweckt werden zum ewigen Leben, wenn Christus zurückkommt. Wenn wir noch leben und der Heilige Geist wohnt in uns und Christus kommt zurück, werden wir sofort verwandelt werden zum ewigen Leben hin und ewiges Leben erhalten in dem Augenblick seiner Wiederkunft. In 1. Korinther Kapitel 6 wird aber auch deutlich, dass wir ganz individuell ein Haus Gottes sind, ein Tempel Gottes. 1. Korinther 6 und Vers 19. Und von daher ist natürlich wichtig, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sein werden und dass wir uns dessen klar werden, was für eine Verantwortung dies bedeutet. 1. Korinther 6 und Vers 19. Kehren wir zu Vers 18 zurück, denn hier wird der Zusammenhang deutlich gemacht. Da schreibt Paulus, flieht die Hurerei. Nun, wenn die Bibel von Hurerei spricht, muss man verstehen, es geht nicht nur um Prostitution, die ist mit Sicherheit natürlich hier mit eingeschlossen, aber es geht um Unzucht. Es geht darum, dass man zum Beispiel mit jemand anderem zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Es bezieht sich auf jedwede Form von Unzucht, Geschlechtsverkehr, mit einem anderen Menschen desgleichen oder eines anderen Geschlechtes, wenn man nicht verheiratet ist. Und wenn man verheiratet ist, kann es nur eine Heirat sein zwischen einem Mann und einer Frau. Alles andere ist Unzucht im Sinne der Bibel. Und Paulus sagt uns, diese Unzucht soll man fliehen, diese Hurerei soll man fliehen. Man soll sich gar nicht erst in eine Situation begeben, wo man versucht sein könnte, dieser Unzucht, dieser Hurerei nachzugehen. Er sagt hier, alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Denn die zwei, wie es hier heißt, sollen ein Fleisch, ein Leib sein. Also diese symbolische Redeweise hier, die Paulus wieder gebraucht. Und jetzt fährt er fort zu sagen in Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt
und dass ihr euch nicht selbst gehört. Und dann sagt er natürlich in Vers 20, ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Christus hat uns erkauft, mit seinem Blut, wie es heißt. Wir gehören jetzt ihm, wir gehören jetzt Gott dem Vater an. Wir gehören uns nicht mehr uns selbst an, wir haben nicht mehr das Recht sozusagen, weiter so zu leben, wie wir vielleicht vor unserer Bekehrung gelebt haben. Also jeder Christ ist selbst ein Haus Gottes, ein Haus des Heiligen Geistes, ein Tempel des Heiligen Geistes und er ist auch im gleichen Maße Teil des geistlichen Leibes, des geistlichen Hauses, des geistlichen Tempels Gottes, da er eben Teil ist des geistlichen Organismus. Und Jesus Christus ist das Haupt des Leibes, wie wir ja gehört haben. Wenn also Christus zurückkommt, wird er seine Jünger zu sich nehmen und wird ihnen den Lohn geben, weil sie es erlaubt haben, dass sowohl der Vater als auch der Sohn durch den Heiligen Geist in ihnen wohnen würden. Sie haben es erlaubt, die Stätte, die Jesus Christus für sie bereitet hat, dann auch zu honorieren, sodass der Heilige Geist in ihnen wohnen könnte. Schauen wir uns einmal an, was Epheser Kapitel 3 uns sagt. Epheser Kapitel 3 und die Verse 14 bis 19. Epheser Kapitel 3, angefangen in Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und wie ich schon des Öfteren gesagt habe, eine andere, bessere Übersetzung würde lauten, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Nun, die Familie im Himmel besteht aus Gott, dem Vater und Jesus Christus. Der Heilige Geist ist keine Person, ist nicht Gott, ist die Kraft, die von Gott ausgeht, sowohl dem Vater als auch dem Sohn. Und natürlich die Familie auf Erden bezieht sich auf alle geistgezeugten Mitglieder der Kirche Gottes, die im geistlichen Leibe Gottes sind. Die sind noch nicht wiedergeboren, die sind noch nicht zu Geistwesen verwandelt worden, aber die haben bereits Gottes Geist in sich wohnen. Und so sagt Paulus, ich beuge also meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Mit anderen Worten, wir sind bereits Kinder im Himmel in dem Sinn, dass unsere Namen aufgeschrieben sind im Himmel, wie es heißt. Gott sieht uns bereits schon als seine Kinder an. Und wir sollen auch uns selbst als Kinder Gottes ansehen hier auf Erden, wenn wir begriffen haben, dass andere ebenfalls den Heiligen Geist haben, so wie wir. Und so lesen wir, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Schauen Sie, das ist das Potenzial, das ist das Endziel unserer Berufung. Damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle, damit wir Gott werden, damit wir die göttliche Natur in uns so weit entwickeln, dass Gott uns verwandeln kann, uns zu einem Teil machen kann in seiner Gottfamilie. Das ist der Zweck der menschlichen Erschaffung. Das ist das, was Gott von vornherein vorhatte, als er sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott der Vater spricht zu Christus und Gott der Vater hat ja alles durch Christus erschaffen. Und so wurde der Mensch erschaffen, aber zunächst einmal physisch. Aber ein Bild, das ihm gleich sein würde, wenn er verwandelt werden würde zu Geist, nachdem er sich bewährt hätte in diesem Leben. Das war von vornherein Zweck und Ziel der Erschaffung des Menschen. Schauen wir uns Jakobus Kapitel 4 an. Jakobus Kapitel 4 und in Vers 5. Jakobus Kapitel 4 und Vers 5. Ich komme schon noch dazu, den Jakobusbrief zu finden. Ich bin sehr mit der englischen Bibel natürlich vertraut, wo der Jakobusbrief nebenbei gesagt ganz woanders steht, als hier in der Lutherbibel. Aber hier in Jakobus Kapitel 5, noch vor dem Brief des Judas und dann
dem Brief der Offenbarung, wie Luther es eben angeordnet hat. Da lesen wir Folgendes in Vers 5. Jakobus Kapitel 4 und Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Auch hier wiederum wird die Tatsache angesprochen, dass Christus eine Wohnung bereitet hat für uns, sodass der Heilige Geist in uns wohnen kann. Und Gott wacht mit Eifer über den Geist, denn er sagt ja auch an anderer Stelle, er will nicht, dass da ein Zwiespalt besteht, dass man auf beiden Beinen hinkt sozusagen. Auf der einen Seite folgt man dem Wort Gottes durch den Geist, der uns führt, und auf der anderen Seite bleibt man nach wie vor dem Heidentum verhaftet und tut Dinge, die Gott absolut nicht gut heißt. Man muss sich schon entscheiden, wie man leben will. In Johannes Kapitel 14 kehren wir zu Johannes Kapitel 14 zurück und lesen wir jetzt die Verse 16 bis 18. Johannes Kapitel 14 und die Verse 16 bis 18. Da sagt Christus, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben oder auch Fürsprecher oder auch Beistand, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Sie versteht eigentlich nichts vom Geist Gottes, was genau der Geist Gottes ist und was der Geist Gottes in uns bewirken kann. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Schauen Sie, als Jesus Christus diese Worte zu den Jüngern sprach, die noch nicht bekehrt waren, die noch nicht den Heiligen Geist erlangt hatten, die noch nicht das Pfingstfest mitgemacht hatten, der Heilige Geist war aber gleichwohl schon bereits bei ihnen. Er wirkte bereits mit ihnen. Aber er würde in ihnen sein und er würde ihnen gegeben werden im Zeitpunkt des Pfingstfestes, wie Apostelgeschichte 2 dies beschreibt. Und so sagt Christus auch hier, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und das Gleiche gilt für uns heute auch. Wenn wir erkennen, was Gottes Wahrheit ist und wenn wir beginnen, der Wahrheit gemäß zu leben, Gott gehorsam zu sein, dann aller Wahrscheinlichkeit nach deshalb, weil Gottes Geist bereits bei uns ist, weil er uns bereits führt, weil er uns bereits leitet, weil er uns bereits den Sinn für die Wahrheit eröffnet. Aber er ist noch nicht in uns. Das kommt erst, wenn man sich taufen lässt, nachdem man die Vorbedingungen erfüllt hat. Dann ist Gottes Geist in uns. Das ist sehr wichtig zu begreifen. Denn wenn Gottes Geist nicht in uns ist, zum Zeitpunkt unseres Todes oder im Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, werden wir ja nicht als unsterbliche Geistwesen ins Reich Gottes eingehen. Also wir sollten es nicht damit belassen zu sagen, ach, ich verstehe ja bereits die Wahrheit und ich lasse mich halt vom Heiligen Geist Gottes leiten und ich brauche keine Kirche, ich brauche niemanden, ich brauche nur mich alleine. Damit wird man nicht ins Reich Gottes kommen. Und so lesen wir hier, dass er sagt, der wird in euch sein. Vers 18 sagt er dann, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Er kommt zu uns zunächst einmal in Gestalt des Heiligen Geistes, der gegeben würde im Zeitpunkt des Pfingstfestes, und der uns heute gegeben wird, wenn wir uns taufen lassen, nachdem die Vorbedingungen erfüllt sind. Aber er kommt natürlich auch zu uns in buchstäblicher Art und Weise im Zeitpunkt seiner Wiederkehr. Also es gibt hier eine duale Bedeutung, die er hier anspricht. Aber zunächst einmal würde er uns den Heiligen Geist geben, nachdem er in uns die Stätte bereitet hat, sodass der Heilige Geist in uns wohnen kann. Schauen wir uns auch 1. Johannes Kapitel 4 an. 1. Johannes Kapitel 4 und die Verse 12 und 13. 1. Johannes Kapitel 4 und die Verse 12 und 13. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nun, damit spricht er Gott den Vater an. Viele haben im Alten Testament Gott gesehen, haben mit Gott gesprochen. Moses hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, aber nicht Gott den Vater. Und diese Stellen beweisen eben auch, dass diejenige Gottpersönlichkeit, die zum Beispiel von Mose gesehen worden ist, Jesus Christus gewesen sein muss. Eben die zweite Gestalt, das zweite Mitglied der Gottfamilie. Aber niemand hat jemals Gott den Vater gesehen. Und so heißt es hier dann weiter, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Wodurch? Nun durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, wenn er uns von seinem Geist gegeben hat. Interessante Ausdrucksweise hier. Es heißt nicht,
Und natürlich kann man das auch so sagen, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, aber hier wird betont, dass er uns von seinem Geist gegeben hat, was beweist, dass der Heilige Geist keine Person sein kann. Man kann ja nicht einen Teil einer Person abschneiden und dann jemand anderem geben. Nein, der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott ausströmt, die uns seine Gesinnung schenkt, seine Liebe, sein Wirken deutlich macht, seine Erkenntnis, die Frucht des Heiligen Geistes uns gibt und so weiter und so fort. Aber es ist eben keine Person, es ist eben nicht Gott in dem Sinne. Schauen Sie, es ist Gott, der Vater und Jesus Christus, die in uns wohnen durch ihren Geist. Also auch hier sehen wir wiederum, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass Christus eine Stätte für den Heiligen Geist bereitet hat, aber eine Stätte für uns, sodass wir eben den Heiligen Geist in uns wohnen lassen können. Schauen wir uns auch Römer Kapitel 9 an und Vers 23. Nun, all diese Stellen zeigen natürlich etwas ganz Deutliches, dass hier keineswegs von der Idee die Rede ist, dass Christus gesagt habe, er nimmt uns in den Himmel, wenn er zurückkommt, oder aber, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Davon ist in all diesen Stellen ja keineswegs die Sprache davon. Römer Kapitel 9 und lesen wir Vers 23. Damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Hier geht es ein wenig um die Auserwählung, auch um die Vorherbestimmung. Wenn Sie heute berufen sind, dann sind Sie bereits vorherbestimmt worden, berufen zu werden. Und Sie werden dann bereitet, bereits schon vor Ihrer aktuellen Berufung vorbereitet. Und hier wird dies deutlich gemacht. Wir sind die Gefäße, die zuvor bereitet worden sind, damit wir letztendlich die Herrlichkeit erlangen könnten in diesem Zeitalter. Nun, alle Menschen werden zu ihrer Zeit berufen werden. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass einige bereits jetzt zu diesem Zeitalter berufen werden würden, wohingegen die ganze Welt im Argen liegt, wie es heißt. Satan hat die ganze Welt erfüllt oder verführt. Und wir sollen aus dieser Welt heraus berufen werden. Und wir wurden dazu vorbereitet, ohne dass wir dies wussten möglicherweise und ohne dass wir dazu einen Anteil hatten und ohne dass wir uns dessen rühmen dürften. Wir wurden dazu vorbereitet, um eben die Herrlichkeit erlangen zu können, um eben einen Ort zu schaffen für den Heiligen Geist, dass er in uns wohnen könnte. Auch hier wird dieser gleiche Gedanke wieder zum Ausdruck gebracht. Weitere Stellen, die dies deutlich machen, sind zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3 und lesen wir die Verse 16 und 17. 1. Korinther 3, die Verse 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Auch hier wiederum. Gottes Geist wohnt in uns, er kann aber nur deshalb in uns wohnen, weil wir von Christus vorbereitet worden sind, in dem Sinne, dass er in uns wohnen darf, dass wir ihn in uns wohnen lassen. Die meisten Menschen heute würden das überhaupt gar nicht verstehen. Wenn den meisten Menschen heute gesagt würde, sie müssten ein Gefäß werden für die Herrlichkeit Gottes, dadurch, dass Gottes Geist in ihnen wohnen kann, aber das bedeutet auch, dass man gewisse Dinge nicht mehr tun darf, dass man an gewisse Dinge nicht mehr glauben darf, dass man die Wahrheit jetzt glauben muss und dann auch der Wahrheit gemäß handeln muss. Wenn man denen zum Beispiel sagt, die Idee, dass er in den Himmel eingeht, wenn er stirbt oder wenn Christus zurückkommt, die ist falsch. Die Idee, dass man in einer ewig währenden Hölle für alle Zeit und Ewigkeit brennen muss, die ist falsch. Nein, die wollen an diesen falschen Ideen verharren. Sie sind nicht bereit, ein Gefäß des Heiligen Geistes zu werden. Ein Gefäß des Geistes, der einem die Wahrheit zeigen würde. Sie sind nicht bereit, Gottes Wort zu halten, wenn es darum geht, den Sabbat zu halten, den Sonntag nicht mehr zu halten, wenn es darum geht, die heiligen Festtage Gottes zu halten, die Festtage wie Weihnachten und Ostern und Pfingsten und so weiter, Pfingsten im heidnischen Sinne, nicht mehr zu halten. Wir haben natürlich das Pfingstfest anhand dessen, was uns Gott sagt, aber das Pfingstfest in der Bibel ist ganz anders als das Pfingstfest, was heute in vielen Ländern, sogar im christlichen Gewande,
gehalten wird. Das ist ja total, wenn man sich die Bräuche anschaut, aus dem Heidentum übernommen. Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also wenn es darum geht, die Wahrheit zu erkennen und zu leben und ihr zu gehorchen, dann muss man zunächst einmal ein Gefäß Gottes werden zur Herrlichkeit. Der Heilige Geist muss zunächst einmal mit einem sein und dann in einem wohnen. Und das ist nur dann möglich, wenn Christus eine Stätte für den Heiligen Geist bereitet hat, in uns zu wohnen. Und man muss natürlich williges Werkzeug dieser Vorbereitung sein. Und die meisten Menschen heute sind es nicht. Die sind so überzeugt von ihrer eigenen Überzeugung, von ihrer eigenen Idee, von ihrer Vorstellung, von dem, was sie glauben wollen, dass sie sich der Wahrheit verschließen. Dass sie einfach nicht willens sind, die Wahrheit zu erkennen. Und die dann argumentieren wollen natürlich, um ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigene Selbstbestimmung aufrechtzuerhalten. Schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 6 an. 2. Korinther Kapitel 6 und in Vers 16. Und da lesen wir, was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum, Vers 17, geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Nun, das ist symbolisch zu verstehen. Paulus sagt an anderer Stelle, es heißt jetzt nicht, dass wir keinen Umgang mehr haben sollen mit anderen Menschen, sonst müssten wir ja die Welt räumen. Darum geht es nicht. Wir sollen uns in unserem geistlichen Gesichtswinkel heraus von allem Falschen fernhalten. Flieht die Unzucht, hatten wir zum Beispiel ja bereits gelesen. Darum, sagt Vers 17, geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht oder rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen, Vers 18, und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Aber womit fängt es an? Mit der Tatsache, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass Gott in uns wohnt. Und wenn wir dies tun, dann werden wir uns nach und nach immer mehr von den falschen Ideen dieser Welt absondern. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, sagt uns ja auch Gott, im Hinblick auf Babylon, sodass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht eben dann auch teilhaben müsst an ihren Plagen. Und dann noch Epheser Kapitel 2. Schauen wir uns noch einmal Epheser Kapitel 2 an und die Verse 19 bis 22. Epheser Kapitel 2 und Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, in dem Haus des Vaters. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Auch hier wiederum der gleiche Gedanke, Gott der Vater und Jesus Christus werden in uns wohnen durch den Geist, wenn die Stätte für uns bereitet wurde durch Christus, sodass der Geist in uns wohnen kann. Das ist das, was Christus hier in Johannes 14 zu sagen scheint. Das Haus des Vaters, Gottes geistlicher Tempel, der enthält viele Wohnungen, viele Kammern, Orte, auch für den Heiligen Geist, dass er in uns wohnen kann. Und Christus bereitet in jedem von uns eine Wohnung für den Heiligen Geist vor, sodass Gott der Vater und Jesus Christus in uns wohnen können, sodass wir verherrlicht werden können, sodass wir letztendlich in das Reich Gottes als verherrlichte, unsterbliche Geistwesen eingehen können. Also auch hier wiederum wird nichts davon gesagt, dass wir in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise in den Himmel eingehen würden oder dass Christus uns in den Himmel nehmen würde, wenn er zurückkommt. Nun, eine weitere Stelle, die immer wieder so angeführt wird, um uns angeblich beweisen zu sollen, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, ist Philipper Kapitel 1. Philipper Kapitel 1 und lesen wir die Verse 23 und 24. Denn es setzt mir beides hart zu, sagt Paulus hier. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre,
aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Er sagt also hier, er will aus der Welt scheiden, um bei Christus zu sein. Und viele sagen, aha, das bedeutet mit anderen Worten, er will also jetzt bereits sterben und in den Himmel eingehen. In dem Augenblick, wo er stirbt, wird er in den Himmel eingehen, wird er bei Christus sein. Und er sagt aber, für euch ist es besser, dass ich hier weiter auf der Erde lebe. Aber das hat Paulus keineswegs gemeint. Denn Paulus hat sehr wohl verstanden, dass er nicht in den Himmel eingehen würde, wenn er stirbt. Dass er überhaupt nirgendwo hingehen würde, wenn er stirbt. Er hat ja immer wieder, auch im 1. Korintherbrief, davon gesprochen, dass die Toten schlafen. Und sie müssen auferweckt werden aus ihrem Schlaf. Und Paulus, der ja nun den Heiligen Geist hatte, wusste, dass er in der ersten Auferstehung sein würde. Und dass er dann bei Christus sein würde, als ein unsterbliches Geistwesen im Zeitpunkt der Auferstehung. Im Zeitpunkt der letzten Posaune, wie er sagt. Die letzte Posaune wird schallen, Christus wird herabkommen, wir werden auferweckt oder verwandelt werden in einem Augenblick, im Zeitpunkt der letzten Posaune. Und diese Sterblichkeit muss anziehen, Unsterblichkeit. Paulus wusste natürlich, dass er so lange, wie er tot sein würde im Grabe, so lange würde er einen Schlaf schlafen, einen Schlaf ohne Bewusstsein. Für ihn wäre es aber dann so, dass er im Augenblick, wo er stirbt, im nächsten Augenblick, im nächsten Bruchteil einer Sekunde seines Bewusstseins, würde er bei Christus sein. Denn solange wie er tot im Grabe sein würde, hätte er ja kein Bewusstsein. Das gilt für alle Menschen. In dem Augenblick, wo sie sterben, meine Damen und Herren, und welche größere Zuversicht kann ich ihnen eigentlich schenken? Als die Ungewissheit, ja, wie sieht das jetzt aus? Werde ich in den Himmel eingehen oder in die Hölle oder ins Fegefeuer oder ins Limbo und was wird sein? Oder werde ich vielleicht als Geist irgendwo herumgeistern die ganze Zeit hindurch? Nein, die Zuversicht, die Lehre der Bibel ist folgende. Wenn Sie sterben, dann schlafen Sie den Schlaf des Todes, werden aber im nächsten Bruchteil einer Sekunde, was Ihr Bewusstsein angeht, auferweckt werden aus Ihrem Schlaf. Für Sie wird es sein, Sie schlafen am Abend ein und wachen am Morgen auf und die Zeit Ihres Schlafes hindurch, wissen Sie nicht, was geschehen ist, Sie schlafen ohne Traum. Das ist die Zuversicht, das ist die Hoffnung, die wir alle haben, die Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagte keineswegs, dass er jetzt scheiden würde von der Welt in dem Sinne, dass seine unsterbliche Seele in den Himmel eingehen würde und so weiter und so fort. Er glaubte keineswegs an eine unsterbliche Seele. Nirgendwo in der Bibel wird ja eine unsterbliche Seele überhaupt gelehrt. Eine weitere Stelle, die eben auch angeführt wird, wo gesagt wird, dass Paulus eben auch angeblich wollte, dass er in den Himmel eingeht, wenn er stirbt und dass er daran noch glauben würde, ist 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 6. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 6. Da sagt er, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Also hier sagen einige, ja, das Hinscheiden oder andere übersetzen sogar mein Weggehen, Departure im Englischen. Das bedeutet, dass er eben weggehen würde von dieser Erde und auffahren würde zum Himmel. Und er sagte, diese Zeit ist bereits nahe. Nun ist das, was Paulus hier gelehrt hat. Nun, wenn wir die Stelle weiterlesen, dann ergibt sich ganz eindeutig, dass dies Paulus keineswegs gelehrt oder geglaubt hat. Er sagt hier, die Zeit meines Hinscheidens ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten. Darauf kommt es ja nun an. Es kommt darauf an, dass sie ihren Lauf vollenden, dass sie nicht den Lauf beginnen und dann wieder abfallen von dem, was sie gelehrt bekommen haben, was sie gelernt haben. Sie haben den Glauben behalten. Schauen wir uns an, wie er fortfährt. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Nun, wann wird Paulus die Krone der Gerechtigkeit erlangen? Im Augenblick seines Todes, wenn er auffährt in den Himmel? Schauen wir uns an, was Paulus gelehrt und geglaubt hat. Die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, seine Wiederkunft, allen, die in Christus gestorben sind, allen, die noch leben werden in Christus, wenn Christus zurückkommt, allen wird
ihre Krone der Gerechtigkeit gegeben. Zum gleichen Zeitpunkt. Die werden nämlich alle im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi verwandelt werden zu Geistwesen. Aber nicht vorher. Also wenn Paulus dies hier vor fast 2000 Jahren geschrieben hat, bedeutet dies keineswegs, dass er glaubte, er hätte schon seit 2000 Jahren dann die Krone der Gerechtigkeit erlangt. Er wusste, dass er darauf warten würde und warten müsste, bis Christus zurückkommt. Aber er wusste auch, dass er während seines Todes keinerlei Bewusstsein haben würde. Für ihn würde es so sein, dass er stirbt und im nächsten Augenblick würde er die Krone der Gerechtigkeit erhalten, weil im nächsten Augenblick er auferweckt werden würde von den Toten, teilhaben würde an der ersten Auferstehung, sehen würde, wie Christus zurückkommt auf diese Erde als König aller Könige, als Herr aller Herren. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das ist das, was Paulus geglaubt hat. Es gibt noch weitere Stellen, die uns angeblich sagen sollen, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Jetzt zum Beispiel eine Stelle in Offenbarung 19, die öfters erwähnt wird, möchte ich hier kurz im Abschluss dieser heutigen Predigt noch behandeln. Wir werden dann in der darauffolgenden Predigt noch weitere Stellen uns anschauen, die ebenfalls immer benutzt werden, um uns weiß zu machen, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, obwohl Christus gesagt hat, niemand fährt gen Himmel. Und obwohl Christus gesagt hat, wir werden auf Erden herrschen. Aber in Offenbarung 19 und in Vers 1 lesen wir: Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und dann wird noch mehr berichtet über das, was hier geschieht. Nun, einige sagen, aha, das ist also jetzt die Stimme einer großen Schar im Himmel. Das sind also die Gerechten, die Heiligen, die also gestorben sind, die also in den Himmel aufgefahren sind. Und die sprechen jetzt diese Worte im Himmel. Ist das das, was die Bibel sagt? Ist das mit den Stimmen im Himmel gemeint? Nun, offensichtlich nicht, weil sie ja über die sprechen, die von der großen Hure verfolgt wurden. Schauen wir uns einmal an, wer diese große Schar ist, von der hier die Rede ist. Und wie gesagt, lassen wir doch die Bibel auslegen und versuchen wir nicht unsere eigenen Ideen in die Bibel hineinzulesen. In Offenbarung Kapitel 4, lesen wir die Verse 8 bis 11. Offenbarung Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel, hier werden also Engelwesen beschrieben, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß und der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, da fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Also hier werden Engelwesen beschrieben, die sprechen. Aber nicht nur hier, sondern auch in Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die 24 Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Und die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Also schauen Sie, die große Schar, von der hier die Rede ist, in Offenbarung Kapitel 19, die Stimme, die man da hört, das sind ja offensichtlich dann die Engel, die hier diese Lobpreisung von sich geben. Diese Stelle gibt nichts dafür her, für die Idee, dass jetzt die Gerechten in den Himmel eingegangen wären, als sie gestorben sind. Also wiederum, auch hier kann diese Stelle in keinster Weise dazu angewendet werden, um zu sagen, dass die Gerechten im Himmel seien. Nun, im gleichen Zusammenhang noch schnell Offenbarung Kapitel 19 und Vers 14. Da wird auch wiederum etwas gesagt von Wesen, die mit Christus zurückkommen auf diese Erde. Und die Idee ist, ach, das sind also jetzt die Gerechten, die Heiligen, die mit Christus im Himmel waren.
und die er jetzt zurückbringt auf diese Erde. Offenbarung 19 und Vers 14. Zunächst einmal wird Jesus Christus beschrieben. In Vers 12, seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Vers 11, er sitzt auf einem weißen Pferd. Er ist treu und wahrhaftig. Vers 14, und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Nun, wer ist dieses Heer des Himmels? Einige sagen, das sind die Gerechten. Die waren im Himmel mit Christus. Als sie gestorben waren, sind sie in den Himmel eingegangen und kommen jetzt mit Christus zurück. Aber wer sind diejenigen, die zunächst einmal, wenn Christus zurückkommt, ihn begleiten? Zunächst einmal. Nun, wir wissen, dass diejenigen, die gestorben sind, oder die noch leben werden, wenn Christus zurückkommt, die in Christus gestorben sind und noch leben werden, die werden verwandelt werden und werden dann Christus in der Luft begegnen, wie wir das ja bereits schon mehrfach gesehen haben. Sie werden ihn treffen, der nun aus dem Himmel kommt, wie man einen Heerführer, sagen wir mal, begrüßt, der in eine Stadt einzieht. Da gehen dann die Abgesandten hinaus und begrüßen den. Das ist so das Bild, was hier beschrieben wird. Die werden also Jesus Christus begrüßen, die werden auf Wolken Christus entgegengehen, der eben zurückkommt und dann werden ja alle zusammen am gleichen Tage noch, zum gleichen Zeitpunkt noch auf den Ölberg gehen, um dort dann gegen die Armeen dieser Welt zu kämpfen. Mit wem oder was kommt Christus zurück? Nun, viele Stellen sagen uns doch, dass er zurückkommt mit seinen Engeln, seinen heiligen Engeln. Und die Engel werden dann ausgehen und werden sie sammeln von allen vier Winden und so weiter und so fort. Sie werden auch das Gericht durchführen an denen, die eben dem Evangelium ungehorsam waren. Mit anderen Worten, das Heer des Himmels, das Christus hier folgt, ist ja zunächst einmal die Engelwelt, die mit Christus zurückkommen. Und die sich dann natürlich dann auch mit den Heiligen treffen werden, wenn die Heiligen dann zu Christus gebracht werden, in der Luft, wie es heißt, im Thessalonikerbrief. Also auch diese Stelle gibt nichts dafür her, dass angeblich Heilige, also jetzt gestorbene Heilige, im Himmel seien, um dann mit Christus zurückzukommen. Auch das lehrt die Bibel keineswegs, kann sie ja auch gar nicht lehren, weil Christus ja gesagt hat, niemand fährt gen Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und auch hier haben wir heute gesehen, dass keine der Stellen, die immer so in populärer Weise angeführt werden, um beweisen zu sollen, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, keine dieser Stellen belegt dies. Die Lehre der Bibel ist klar. Sie wird nur dann unklar, wenn wir versuchen wollen, unsere menschlichen Ideen, unsere menschlichen Traditionen, unsere menschlichen Philosophien in die Bibel hineinzulesen. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.